dass sich das Turnen so entwickelt hat. Als ich noch relativ jung war, kann ich mich nicht erinnern, dass das Turnen da so populär war und auch die finanzielle Unterstützung so da war. Das ist wirklich eine sehr positive Entwicklung. Große Motivation vielleicht auch für Elizabeth Price, die Titelverteidigung hier in Stuttgart. Sehr dynamische Übung. Ein Flugteil nach dem anderen. Und wenn sie gleich den Abgang steht, dann wird sie nach 2 von 4 Geräten. Na! Bombensicher in den Stand. Ruby Harold, bisher mit der besten stufenbaren Übung, applaudiert, weil man. Den Abgang sieht man auf jeden Fall nicht alle Tage. Das war ein Doppelsalto gestreckt mit Schraube. Den turnen normalerweise eher die Männer. Und bei den Frauen ist der nicht ganz so üblich, weil er einfach unheimlich schwierig ist. Weil die Turnerinnen nicht so viel Schwung holen können, weil die, da dieser bei den Riesenfelgen, genau, der untere Holm im Prinzip stört, dass man sich da die... Genau, die Turnerinnen können einfach nicht die volle Schwungphase rausholen aus dem Holm. Sie müssen... die Hüfte ein kleines bisschen abklappen, um an dem unteren Holm vorbeizukommen. Und das macht es natürlich noch ein Stückchen schwieriger als jetzt eben nur am Reck. Ruby Harold und Elizabeth Price. 14,466, also alles, was am Stuhl.